Heute mal ein etwas anderes Video, ein bisschen Zeit sparen, habe gerade sehr viel zu tun und kommt jetzt mal ein bisschen gelegen, mal so ein Frage- und Antworten-Video zu machen, wo ich auf Kommentare und Aussage bei mir in die Kommentare reagiere und die ein bisschen klarstelle. Sind unterschiedliche Sachen dabei, einmal zum Thema Permakultur, andere richten sich mehr auf eine Ernährung und dann gibt es auch noch die Kombination von beiden. Diese Kombination hat einen Konflikt verursacht. Einerseits bin ich pflanzlicher Rohköstler, das heißt vegan, und in meiner Permakultur nutze ich auch Mist, zum Beispiel in Hühnermist, als ich den damals von meinem Nachbarn bekommen habe im Frühjahr, aber auch schon die Jahre davor, oder auch Pferdemist. Den Mist nutze ich in einem entsprechenden Verhältnis, um halt hier schneller einen Boden aufbauen zu können, damit die Pflanzen besser wachsen können und ich schneller größere Erträge bekomme. Ja, ich kenne auch Projekte, die bio-vegane Landwirtschaft betreiben, wo sie auf Nutztiere und auf dessen Exkremente komplett verzichten. Bei ersteren bin ich momentan auch dabei. Ich habe hier keine Nutztiere, habe das auch nicht vor. Und bei den Exkrementen halt hier die Ausnahme, dass ich hier halt hin und wieder bekomme. Ist halt eine Win-Win-Situation für mich und den Nachbarn. Der hat dann hier seine... Er hat die Exkremente der Tiere gut gehalten. Ich habe die Fläche, Kompost, den ich immer gerne aufsetze und kann halt den Mist dann viel besser verarbeiten und dann schneller einen Boden aufbauen. Zumal das auch das soziale Gefüge stärkt. Und sehr wichtig, Daniel hört zu, vegan ist jetzt primär keine Ernährungsweise, sondern vegan dreht sich um das Tierwohl bzw. Tierschutz, Tierrechte. Also das ist der primäre Fokus. Alles andere nach wie Klimaschutz oder Ernährung ist halt zweitrangig, ist halt ein nice to have, aber primär vegan bedeutet, man kümmert sich um das Wohl der Tiere. Man kann mich dafür kritisieren, dass ich bewusst Mist von Nutztieren nutze. Unbewusst kommt es auch immer wieder vor im Anbau, dass man halt anderen Tieren Leid zufügt. Passiert. Schnecken, Insekten, andere kleine Tiere, Vögel, kommt auch mal vor. Ob es sinnvoll ist, einen pflanzlichen Rohköstler, der Permakultur betreibt und ziemlich minimalistisch lebt, dafür zu kritisieren, steht auf dem anderen Blatt. Gibt Themenbereiche, Menschen, Unternehmen, da wo solche Energie vielleicht besser aufgehoben. Gebe ich zum Beispiel an Schulen Vorträge oder kommen die Kinder zu mir und ich zeige ihnen, wie man zum Beispiel sein Obst und Gemüse anbauen kann, dürfen sie ein bisschen reinschnuppern. Mache ich nicht. Bei uns im Dorf ist momentan mein Lehrer noch dafür zuständig, hat auch einen viel größeren Hof. Da kommen dann die Kids ganz einfach vorbei, mehrere Klassen und der kann ihnen dann alles Mögliche zeigen, sogar das Imker noch. Und da haben sie einen viel besseren Einblick als jetzt momentan bei mir hier im kleineren Umfang. Soweit ich weiß, ist es für ihn kostenfrei und auch so eine gute Werbung für mich momentan eher weniger vorstellbar. Weil es halt auf vielen verschiedenen Aspekten ein ziemlich großer Aufwand ist und ich weiß auch nicht, wie das Budget der Schulen gerade ist und ich muss halt auf das Geld drauf achten, muss halt gucken, wie ich über die Runden komme, wie ich das Ganze auch alles querfinanziere und sowas ist ja dann ein Aufwand, der sich dann doch nicht lohnt. Geht dann doch Zeit verloren, um dessen Priorität ich dann doch setzen muss, um Geld zu... Der Gemeinwohlgedanke oder sich gar für die Gesellschaft aufopfern, habe ich am Anfang versucht umzusetzen, ist aber richtig stark nach hinten losgegangen und nach meiner Erfahrung muss man sich doch auch wirklich leisten können. Am Ende war es dann so, würde ich bei meinen Eltern nicht leben, dann wäre ich wahrscheinlich nach einem halben Jahr von diesem Projekt auf der Straße verhungern oder würde auf der Straße landen. Trotz allem, dass ich halt sehr viel angebaut habe und Leute sich darüber ziemlich gefreut haben. Und auch zum Teil ziemlich gierig auch einige waren. Ich habe halt für mich festgestellt, dass den Leuten eigentlich egal ist, was mit einem passiert und der Gemeinwohlgedanke dann doch nicht so weit verbreitet ist und man sich dann Teufelsküche katapultiert und dann noch dem Ganzen oben noch eins draufsetzt, Anfeindungen erlebt, man sich doch einen richtigen Job suchen sollte, ordentlich Geld verdienen und der Gesellschaft nicht auf der Tasche legen sollte, was ich ja ohnehin nicht tue. Richtig arbeiten gehen ist auch sehr lustig. Durch diese Anfängerfehler gab es selbstverständlich auch einige Probleme bei mir in der Familie und auch ziemlich viel Stress, wodurch halt bei mir das mit dem Gemeinwohl sich dafür aufopfern erstmal ein paar Stufen zurückgestellt wird. Wenn sich dann die Möglichkeit ergibt, alles auf soliden Beinen steht und man sich das leisten kann, alles klar, wunderbar. Vor allem, wenn dann die Leute auch mehr mitziehen. Sonst werde ich mich dafür nicht alleine aufopfern, sondern wenn viel mehr Leute mitziehen und es dann nicht so Kampf auf Biegen und Brechen dann wird und wo man dann letztlich dann gefühlt alleine dasteht. Weil am Ende es dann sehr schnell passieren kann, dass man sich selbst versklavt oder sich noch von einigen wenigen schamlos ausnutzen lässt und am Ende dann selbst im Dreck sitzt. Ist ja auch keinem geholfen. Dann geht's weiter zum Thema meiner Ernährung
beziehungsweise meinem Essverhalten. Habe da jetzt die Woche, wenn ich dieses Video hier aufnehme, eine Umfrage gestartet, ob es doch sehr außergewöhnlich ist, dass ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken habe. Seit 16 überhaupt kein Alkohol mehr trinke, davor war Bier, hat es mir überhaupt nicht geschmeckt, nie geraucht habe, keine Drogen nehme und es bei mir jetzt sich auch so entwickelt hat, dass ich Reizmittel wie zum Beispiel Knoblauch, Ingwer, Chili und Kurkuma und solche Sachen, also die ganzen scharfen Sachen auch nicht mehr zu mir nehme, also überhaupt gar keine Reizmittel. Der Grund, warum ich diese Umfrage gestartet habe, ist, dass ich bei einem größeren YouTube-Kanal das dann mitbekommen habe, dass dann die Leute es doch sehr ungewöhnlich finden, dass man gar keinen Kaffee trinkt. Also das ist schon so etabliert, dass es ein Must-Have ist am Morgen. Und aus Interesse wollte ich aus meiner Community dann wissen, wie außergewöhnlich ist denn noch. Für den einen oder anderen kann es jetzt etwas verwunderlich klingen, warum ich jetzt solche scharfen Sachen wie Chili, Knoblauch, Kurkuma, Ingwer, Heilpflanzen zähle ich da auch mit dazu, die nehme ich auch nicht mehr zu mir, genauso wie Wildkräuter. Ob ich da ein spezielles Video dazu machen oder was ich nicht mehr esse, gerne in die Kommentare schreiben. Diese Sachen können ja so vielseitig genutzt werden und haben ja anscheinend ihre Wirkungen, beispielsweise als natürliches Antibiotikum. Ich habe halt ganz andere Informationen aufgrund meiner Ernährung, habe da sehr viele Bücher auch dazu gelesen, mach's ja auch seit 8 Jahren die Rohkostreinigungsanwendung und das steht ja auch explizit in der Naturalhygiene beschrieben. Studienbriefe findet man ein bisschen schwieriger im Internet. In meinen Kursen sind sie zum Beispiel drin, umfassende Literatur, wo ich auch alles zusammenfasse. Diese scharfen Inhaltsstoffe wirken halt als Reizmittel. Der Körper möchte die nicht unbedingt dabei haben, hat ja auch einer dann kommentiert, wenn man es halt nicht übertreibt. Und genau das ist halt auch der Punkt. Und es wird halt zum Beispiel als Argument angeführt, dass man eine Monomahlzeit mit Chilis, Zwiebeln, Knoblauch gar nicht machen könnte, bis man dann zufrieden satt wäre. Bei mir wird es halt am Ende mit Qualen rauskommen, also ich... Bei mir reicht schon, wenn ich nur ein bisschen Zwiebeln esse oder ein bisschen Knoblauch, sogar schon so ein ganz kleines Radieschenstückchen. Wenn ich das esse und das richtig scharf ist, dann esse, habe ich dann Magenbeschwerden, Kopfschmerzen. Ist halt durch den etwas längeren Rohkostreinigungsprozess entstanden. Und zum Thema Antibiotikum wird ja auch eine Naturalhygiene oder das, was ich halt mache, ganz anders aufgefasst. Nicht so super ist, auch pflanzliche. Bei mir ist es momentan so, dass ich so gut wie gar keine oder überhaupt keine Infektionen habe. Selbst bei größeren Wunden, die ich unfachmännisch behandle, sollte man jetzt unbedingt nicht machen, wenn man jetzt nicht ein Rohköster ist oder weiß, was man tut, was dann doch ziemlich gefährlich sein kann. Einfach offen lasse, vielleicht auch mal Dreck mit reinkommt. Kann auch mal passieren, die letzten Jahre, dass ich dann den einen oder anderen Zeckenbiss dann unfachmännisch entfernt habe, da etwas stecken geblieben ist, da auch noch keine Infektion bekommen habe. Schlimmste, was mir je passiert ist, dass ich mich leicht mit einer Machete ins Schienbein gehackt habe. Stop the cap! Das hat dann auch gut geblutet. Da habe ich aber auch nichts gemacht. Hat sich auch nicht entzündet oder eine Infektion bekommen. Ganz wenig Eiter zu der Zeit. Manchmal passiert es sogar, dass ich die Wunden im ersten Augenblick überhaupt nicht spüre und dann erst am Abend oder am nächsten Tag. Und was ich halt festgestellt habe durch die Umstellung auf meine Rohkosternährung, dass sich die Konsistenz von meinem Blut auch geändert hat. Das Blut dickt schnell ein und die Wunde verschließt ziemlich zügig und auch der Blutfluss kommt ziemlich schnell zum Stillstand. Und bevor es jetzt wieder ein Aufschrei kommt, warum ich Wildkräuter nicht esse oder Heilkräuter nicht als Heilkräuter ansehe, ist für mich falsches Labeling. Einfach draufgeklebt, falsches Etikett dran gemacht und das auch den Körper nicht unbedingt heilt. Nein, ich werde nicht von der Pharmaindustrie bezahlt, das zu sagen. Wäre ziemlich cool, wenn die das machen würden. Jemanden, der Leuten hilft, dass sie nicht mehr krank werden, sich wieder der Natur widmen, Jagensobst und Gemüse anbauen, dann würden die gar kein Geld verdienen. Da hat sogar mein Bruder gelacht, wo ich ihm das erzählt habe, dass mir das vorgeworfen worden ist. Warum laufe ich oft oberkörperfrei rum? Oder hier jetzt mit diesem Muskelshirt, für manche so ein Assi-Shirt. Warum verbreitest du so viel maskuline Energie? Korrekt, Digga. Warum sind deine Achseln nicht rasiert? Also die Gründe sind nicht, ich möchte meinen Körper zur Schau stellen und zeigen, was für ein geiler Hengst ich bin, sondern das Ganze hat gesundheitliche Gründe und funktionelle Gründe. Also erstmal supplementiere ich überhaupt gar kein Vitamin D. Das heißt, bin auch darauf angewiesen, dass wenn die Sonne scheint, Sommer, Frühjahr und Herbst, dass ich halt so viel Sonne tanke, wie es überhaupt möglich ist. Ist halt mit meinem Permakulturprojekt ziemlich gut vereinbar, dass ich da sehr viel draußen bin, auch sehr viel Sport mache, alles oberkörperfrei und so halt die Sonne tanken kann, dass es auch über den Winter gut reicht. Tut es so. Keine Sorge wegen den Sonnenbrände, die werden mit jedem Jahr weniger und wenn sie nochmal auftreten, dann sind sie ziemlich zügig weg und weh tun sie mir auch nicht mehr.
Sonnencreme nutze ich heute überhaupt nicht. Selbst alternative oder biologische Sachen möchte ich mir jetzt nicht auf die Haut drauf schmieren, weil die Haut ein atmungsaktives Organ ist, eines der größten Entgiftungsorgane auch. Und ich möchte die Poren damit nicht verschließen, sondern soll atmen, soll da die Entgiftung stattfinden, damit es mir auch besser, damit der Körper effektiver und effizienter ist. Und den Kühlungsfaktor nicht vergessen, denn es kann mal im Sommer im Folientunnel wirklich brutal heiß werden, 40 bis 50 Grad. Und wenn ich dann T-Shirts anhabe oder hier die Muskelshirts, das wird dann für mich irgendwann ziemlich unerträglich und dann schwitzt er halt sehr viel. Und wenn du dann aus dem Tunnel rauskommst, dann ist es halt wirklich das Beste, wenn du dann mit dem Schweiß rausgehst und eine kühle Brise kommt, wie schön du da runterkühlst, wie angenehm das ist. Zumal dann das nasse Shirt noch an dem Oberkörper klebt, das mag ich halt auch überhaupt nicht. Auch die Achselhaare haben eine Funktion am Körper, genauso wie meine Beinhaare. Haare im Allgemeinen sind sehr sensible Organe, wodurch man zum Beispiel auch Bewegungen wahrnimmt. Insekten oder auch Ameisen, die an deinem Körper rumkrabbeln, passiert mir sehr oft. Einmal habe ich auch eine Zecke spüren können durch meine Haare, konnte dann vorzeitig entfernen, bevor sie mich gestochen hat. Rasuren können auch schädlich für die Haut sein, wenn man das falsch macht. Wunden können entstehen, eine Pforte für Bakterien. Und wer sich halt mit der Ernährung und mit der Gesundheit nicht so beschäftigt, kann dann eine Infektion dadurch bekommen. Ist vielleicht jetzt nicht so schön. Und im Winter wirken sie auch wie ein Fell und wärmen ein bisschen. Und momentan habe ich auch wenig Lust, das zu machen oder auch regelmäßig zu machen. Naja, gehört zum Körper. Und die Bilder auf Social Media, das Vorher-Nachher-Bild, ist halt Social Media. Irgendwie was posten und sagen, hey, schau mal, wie mein Körper sich geändert hat. Schau mal, was ich erreicht habe. Wirkt halt so ein bisschen so maskuline Energie und alles drumherum. Aber halt mit zum Spiel dazu. Die Qualität der Bilder ist auch nicht gut oder das Licht oder sowas ist halt mehr amateurhaft, aber egal.